Mr. Mike. Jo, Mr. Mike. Wie ihr seht, habe ich hier einiges, weil ich war spontan in München shoppen. Auf Instagram habt ihr es mitbekommen, Mr. Mike Production. Da gerne folgen in den Stories, da wisst ihr immer, wo ich gerade aktuell unterwegs bin, falls es jemanden interessiert. Und in München gab es einen Kickstore, ein Tal 14 ist so ein Vintage-Store gewesen. Die haben halt da einfach Vintage-Sachen verkauft, auch Secondhand und alles Mögliche. Und da gab es halt einen richtigen Sellout. Ne? Die Sachen unglaublich günstig. Was ich in den Tüten habe, alles komplett für 220 Euro. Ich habe mir das aber auch zum größten Teil gekauft, weil ich gedacht habe, hey, Alter, für den Preis kannst du teurer weiterverkaufen, weil da sind ein paar Stücke dabei gewesen. Echt mega selten. Und jetzt ist es natürlich auch wichtig, den richtigen Interessenten dafür zu finden. Also, wenn jemand Interesse hat, hier euch was anlacht, schreibt mich gerne an. Instagram, Mr. Mike Production. Vielleicht ist ja was dabei. So, wir fangen erstmal an. Diese Mütze hier von den Tigers hat sich meine kleine Tochter eingebildet, ne? Weil es halt ein cooler Tiger ist. Ne? Mützen kann man immer gebrauchen im Winter. Ist jetzt nicht so das Highlight, aber ja. Irgendwann mal dahinter, weil es ist ja ihre Mütze. So, Mann. Das nächste ist ein T-Shirt. Das fand ich ziemlich cool. Ne? Das T-Shirt hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ich finde das mega. Ne? Der junge Michael Jordan ist doch nice. Aber, als ich daheim war, ne, habe ich dann gesehen, es hat hier halt wirklich ein Loch drinnen. Hey, und das ist natürlich mega beschissen, weil das bekommst du auch nicht mehr so genäht, dass es wie neu aussieht. Daher, fuck, Alter, echt fuck. Ansonsten, es ist halt echt neu, ne? Die Dinger hängen dran. Aber trotzdem, für 20 Euro mit Loch ist beschissen, es hat halt ein Loch. Das ist gleich wieder so, was willst du damit verdienen? Ne? Ist schon wieder nicht zu viel. So, mal, wir gucken hier weiter. Ich zeige euch die Sachen dann auch noch in Großaufnahme, natürlich. So, pack das mal aus. Und so in der Hinsicht ist es keine Werbung für Kicks, auch wenn es natürlich ein Kickstore war, aber ihr bekommt die Sachen ja auch nicht mehr bei Kicks. So, wo fangen wir an? Haha, ich würde sagen, erstmal mit dem. Auch für meine Tochter, leider noch zu groß, aber nicht mehr lange. Was sind das eigentlich genau für welche? Air Max. Air Max Schuhe. Auch diese Niedellage neu, nicht getragen. Da steht noch für 70 drauf. Ich habe sie aber günstiger bekommen. Könntest du die jetzt haben. Alles für 220 Euro. Rechnet ihr aus, was gekostet hat. Ne? Ein geiler Schuh, Alter. Das ist halt ein Mädelschuh. Ne? Wird er, glaube ich, auch nicht mehr hergestellt, dieses Modell. Ne? Wie gesagt, niedelnagelneu, nicht getragen. Ich glaube, umgerechnet kannst du sagen 50 Euro. Ne? Das ist schon nice. Das ist schon nice. Was ist das für eine Größe eigentlich? 38,5. Sie hat jetzt gerade 34. Naja, aber ich hatte es auch schon mal. Ich habe einen Jordan gekauft. 2 Jahre her. Auch 2 Nummern zu groß damals. Dann habe ich den Schuh in der Schachtel vergessen. Ne? Und sie ist wirklich aus dem Schuh rausgewachsen, ohne dass sie ihn jemals angezogen hat. So, aber als nächstes einen Iverson. Ne? Der Answer. Welcher ist das? Answer 5. Ne, auch schick, da wie gesagt nicht getragen, obwohl die Sohle unten einmal ein bisschen dreckig ist, aber der wurde nicht getragen, der ist wirklich, da ist nicht die Sohle innen drin, Iverson noch drin zu sehen, ist echt ein cooler Schuh. Größe 43, weißt du, das sind nette Schuhe, Alter, das sind nette Schuhe, ne, das sind coole Reeboks, weißt du, finde ich nice. Ich habe die übrigens auch auf eBay alles eingestellt, was ich verkaufe, die natürlich hier nicht. Wie gesagt, ich will die ja weiterverkaufen, obwohl die Iverson die sind so auch cool. Ich finde die aber auch cool. Ja, so ist es jetzt nicht. Die Größe ist halt wie das andere Ding. So, pass auf, Mann. Die sind nämlich auch. Hey, der 18er. Ich hatte den 18er damals gesammelt in schwarz-blau mit der blauen Sohle. Ne? War ja auch Carbon. Es ist ein fresher Sneaker, wie ich finde. Ne? Und mit der Magnetschnalle. Der hat schon was zum Zocken, keine Ahnung, aber der schwarz-blaue war halt mega. Den fand ich jetzt auch. Ja, ist das Wildleder? Ich glaube, das ist ein Wildleder. Es ist schon ein krasser Sneaker mit Carbon auf jeden Fall. Ja, für 50 Euro. Ne? Das ist jetzt Größe 41. 8 in US. Es ist
Umgetragen, niegelnagelneu, für Fuffi, verstehst? Das ist schon auch ein Sammlerstück, wie ich finde. Das ist, weißt du, wenn du den wirklich so suchst, findest du ihn nicht. Das ist ein seltenes Teil, Mann. Weißt du? Hier, lass einen für 150 verkaufen oder so in den Dreh. Von mir behalte ich die auch ein paar Jahre, dann werden immer mehr wert. Und der ist natürlich auch nice. Der ist natürlich auch nice. Das ist Elfer, sowieso immer so ein Ding, ne? Könnt auch mal meine Kleine sagen, was ist das für eine Größe? Größe 40, wenn sie überhaupt eine Größe 40 bekommt. Aber der ist halt auch schick. Der Elfer, das ist auch ein krasses Modell. Habe ich noch nie gesehen in der Farbkombi. Ich habe gleich wow, krass, geil, für 50 Euro. Nehme ich mit, verstehst? Auch bei eBay eingestellt. Mal gucken, was geht. Ich finde es schon nice. Wie gesagt, alles was hier ist mit dem T-Shirt mit Loch und der Mütze, 220 Euro. Ja, finde ich schon nice. Ich finde die schon nice, oder? Aber gerne Feedback dazu. Experten da draußen, die oft bei eBay unterwegs sind und sich als Experten schimpfen. Haut her, war das ein guter Deal, war es ein schlechter Deal? Man kann erstmal sagen, ob es ein guter Deal ist, wenn man die Schuhe dann natürlich mit einem Gewinn weiterverkauft. Dann kannst du sagen, hey, war ein guter Deal, verstehst du? Wenn du natürlich auf den jetzt sitzen bleibst, ne? Hatte ich auch schon. Habe ich schon mal ein Video gezeigt, ich hatte den 9er Jordan für 200 gekauft. Ne? Ich habe gedacht, wow, geiler Deal, Mann, den verkaufe ich locker für 250. Was habe ich gekriegt? 80 Euro, 90 Euro. Ich wollte ihn nur noch weghaben, ich wollte ihn nicht mehr sehen. Der war frustrierend, weg, 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 verstehst du? Da, wenn du jetzt 50 Euro investierst, ist natürlich ein Unterschied, als wenn du 200 investierst, verstehst du? Umso weniger du investierst, umso mehr kannst du rausholen, ist ja ganz klar, wie erkläre ich das? Ne? Seid ihr alle schlau. Daher, so sieht's aus. Ja, Mann. Wie gesagt, anschreiben Mr. Mike auf Instagram, Mr. Mike Production, für weiteres, vielleicht noch ein bisschen Schleichwerbung einbauen. Ich habe nämlich neue T-Shirts am Start, ne? Das Design habe ich selbst gemacht, ne? Das ist schon nice. Ne? In meinem Shop www.mrmikeshop.com oder www.mrmikeproduction. Es hat was, gell? Es gibt es auch noch einmal mit dem Mr. Mike bald an. Geht dann auch bald online. Es ist doch nice. Das ist doch nice. Das ist doch die Botschaft. Oder? So, Mann. Also, Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike.